Gefängnis in Cold Bridge. Beschuldigt: Beatrice Gould. Sichergestellt: Sammlung von Tierschädeln, die mit geschnitzten bildhaften Zeichen versehen waren. Strafe: Haus konfisziert. Beschuldigter: Charles Hinley. Sichergestellt: Ritualbuch. Strafe: Konfiszierung von Haus und Eigentum, Verbannung im überschwemmten Bezirk. Alter Schwede, die sind echt streng. Achtung, diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Zack. Alter, dass er so brüllen muss. Das ist ja nicht auszuhalten. Meine Güte nochmal. Verhörzimmer. Öffnen. Achtung, diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Ah, so würde man hier auch rauskommen. Okay. Achtung, gut, diese Anlage wird abgeriegelt. Haben, aber das ist mir jetzt auch relativ egal. Alter, kann der nicht mal die Fresse halten? Auf der Stelle. Und dann brüllt der mich auch noch so an hier, ne? Das gibt es nicht, ey. Ja, und wieder hier so ein Scheißleck. Ach, ich brauch gleich erstmal eine Pause. Ich kann kaum noch reden. Ich hab schon einen total trockenen Mund. Ach du Scheiße. Da ist überall auch noch was drin. Achtung, diese Anlage wird. Was finden wir denn hier? Ein Päckchen. Geil. Voll viel wert. Das fünfte Gebot. Auszug aus einem Werk, das eins der sieben Gebote erläutert. Zoll mir den zügellosen Hunger oder die Unbeherrschtheit wird in dir emporsteigen wie ein tödlicher Schwarm, der alles in seinem Weg verschlingt, selbst den Schmutz. Denn was in deinen Körper geht, vergiftet dich. Und wenn du Schmutz isst, wirst du Schmutz erbrechen. Wahrlich, der Vielfraß wird seinen Erstgeborenen recht, seine Familie und seine Freunde für einen Bissen Fleisch verkaufen. Gut, hier ist nichts. Hier ist nichts weiter. Ich war ja eigentlich hier schon fertig, deswegen gehe ich jetzt wieder. Achtung, diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. So, hier muss es irgendwie einen Weg nach unten geben. Ich gucke jetzt einmal noch hier lang und dann war's das. Sonst dauert mir das echt zu lange. Hier allerhöchstens noch runter. Hier war ich zwar schon, aber vielleicht habe ich hier noch irgendwas übersehen. Achtung, diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Holgers Auge drücken. Endlich. Das Fest der Fuge, das habe ich schon. Musikspieler aus. Oh, geil, Bild geklaut. Bringt mal eben 300. Kaiserliche Dekorplatte. Pistole. Rune. Auszug aus einer Schriftreihe von Aufseheraufrufungen, verfasst von Oberaufseher Abren
Templeton. Und ich sage euch, Brüder, hier stehen wir als gerechte Kraft gegen die wachsende Finsternis. Hatte ich das nicht schon? Egal, hier verbünden wir uns gegen die Geister des Unbekannten, die uns schreiend in die Nacht hinauszerren wollen, damit wir nie wieder zu unserer Heimat, zu unseren Familien zurückkehren können. Zusammen werden wir einen Hirtenstab für die sein, die sich von der Herde entfernen, hin zur nebligen grauen Ödnis des Outsiders. Wir werden mit unseren tugendhaften Handlungen ein helles Feuer entfachen, sodass andere sich nicht verirren. Und die, die sich dafür entscheiden, in die Ferne zu ziehen, weit über die Mauern unserer Heimat hinaus, werden wir rasch niederschlagen, noch bevor sie die Herzen unserer Nachbarn mit Zweifeln und Merkwürdigkeiten füllen können. Ja, das hatte ich schon einmal vorgelesen. Oh, Text. Hyrem, der Lord Regent, wie er jetzt genannt werden will, vertraut auf die Sokolov-Geräte, die sich überall in der Stadt befinden. Ich bin mir nicht so sicher. Wenigstens ist das Mädchen an einem sicheren Ort. Meine zwei Besuche pro Woche erlauben mir, die Einrichtung zu diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarmbereitschaft. Melden Sie sich auf Ihren Posten und töten Sie jegliche Eindringlinge auf der Stelle. Boah, diese Scheißbanddurchsage, ne? Deswegen habe ich da wieder nur die Hälfte mitbekommen. Aber egal, hier ist noch ein Text. Und so wie es aussieht, war der recht freizügig vom Leben her. Meine Mädchen, Campbell. Ich weiß nicht, wie meine Vorgängerin damit umgegangen ist, aber wenn eins meiner Mädchen versucht, sie zu erpressen, schicken sie sie zu mir, die Golden Cat, in die Golden Cat zurück, bevor sie ihre eigenen Pläne verfolgen. In den letzten 3 Monaten musste ich 3 Mädchen ersetzen und Sie können sich sicherlich denken, dass das Geschäft der fleischlichen Liebe in diesem von der Seuche heimgesuchten Loch, das sich Stadt nennt, nicht gerade blüht. Madame Prudence. Gut, jetzt haben wir endlich hier die Rune. Achtung, diese Anlage wird abgeriegelt. Es gilt höchste Alarm. Ja, ist hier so ein Geheimgang. Und dann ab in den Hinterhof. So, das schließe ich noch ab und danach erstmal eine Pause. Dann habe ich aber auch schon einiges aufgenommen. Aber ich habe auch alle Texte vorgelesen und so. Das ist natürlich... So. Ich überlege gerade, ob ich da nicht hochkomme irgendwie. So. Ups. Nice. Schieb ab, du. Bam, in your face. Das habe ich ja noch ausgerüstet. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Wird jetzt vermutlich ein etwas komischer Cut sein. Ich muss mich dafür echt entschuldigen. Fraps hat die Aufnahme einfach unterbrochen, obwohl ich noch mehr als genug Speicher frei hatte. Und ja, hat die Aufnahme dann einfach beendet, was mich ein bisschen angepisst hat. Noch mehr angepisst hat mich allerdings, dass Fraps mal wieder die Aufnahme total verkackt hat und der Ton verschoben war. So eine Scheiße einfach nur. Das war halt beim Teilen der Dateien. Ist das wohl passiert? Ich habe jetzt wieder auf Dateien teilen. Ich hoffe, dass es nur an der Aufnahme lag, weil an demselben Tag habe ich auch noch Borderlands ein bisschen aufgenommen. Und dort hatte ich dann auch diese Probleme. Ja, und deswegen jetzt einfach hoffen. Okay, da komme ich nicht durch. Ich muss jetzt gerade mal wieder ein bisschen reinkommen. Genau, das war das. Teleportieren. Ups. Genau, da war ja was. Rechte Maustaste und linke vertauscht. Versuche jetzt mal übers Dach da reinzukommen. Oder von der anderen Seite. Da. Hier sicherlich. Ups. So. Zebra hinhocken, genau. Oder auch nicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Denn ich dachte eigentlich, dass ich dahin die Geschichte hier so bekomme. Aber offenbar nicht. Da muss ich dann wohl noch einen anderen Eingang finden oder kann ich hier das zerstören? Ups.
Also klappt das natürlich nicht. Ich kann das dadurch sehen, aber... Ach, da muss ich wahrscheinlich mit einer Ratte durch Kontrolle übernehmen oder so ein Kack. Notiz aus der Werkstatt, der Aufseher. Okay. Aufseher Blum, ich habe ein fertiges Ersatzkurbelrad für diese eine Tür in der Werkstatt. Sobald wir es angebracht haben, werden wir endlich wissen, was im letzten Jahr in diesem Vorratslager verrottet ist. Kommen Sie zu mir, wenn Sie es haben wollen. Mit freundlichen Grüßen, Oberarchitekt Bartolomeo. Okay. Tja, wo ist jetzt? Wo kriegen wir das jetzt her, das Rad? Von Bartolomeo. Ja, klasse. Gut, ich habe mir jetzt auch gedacht, wenn ich das jetzt nicht finde, drauf geschissen. Vielleicht komme ich da später erst dran oder so, ich weiß es nicht. Ich will jetzt... Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das Herz ausrüsten. Ich wollte jetzt noch einmal gucken. Wegen der anderen Ruhe. Wegen Ruhe, hm? Also bisher scheint es mit der Aufnahme ja noch zu klappen. Hoffentlich bleibt das auch so. Dass sich da nicht wieder der Ton verschiebt, aber das werde ich nach und nach erfahren. Und wenn es zu schlimm wird, unterbreche ich die Aufnahme. Klar, dass ich da in der letzten Aufnahme nicht drauf gekommen bin, ist echt ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Eine Rune! Juhu! So, dann wollen wir doch glatt mal gucken. Beherrschung können wir noch nicht. Wir brauchen 3 Runen. Zeit verlangsamen können wir allerdings. Schattenangriff, überrasche Gegner, die dich nicht sehen, werden beim Sterben zur Asche. Das ist natürlich richtig geil. Ach man, jetzt habe ich wieder hier die Qual der Wahl. Nachtsicht kann ich natürlich erhöhen. Zeit verlangsamen wäre auch richtig geil mal. Aber ich denke, ich warte und hole mir dann Beherrschung, weil ich will Beherrschung haben. Ich will andere beherrschen können. Explodierende Hunde. Bartolomeo, ich habe die Harnische gesehen, die sie in der Werkstatt hergestellt haben. Falls sie planen, meine kostbaren Hunde mit Sprengsätzen zu versehen, sie also als lebendige Bomben einzusetzen, können sie nicht auf mich zählen. Ich bin hier der Hundeführer und ohne mein Training werden die Hunde niemals das tun, was sie von ihnen verlangen. Gezeichnet Hundeführer Worten. Barten. So, ein Buch. Die alte Musik, Auszug aus einem längeren Werk. In der Natur gibt es Wellenbewegungen, die wir kaum mit unserem Sinnen erfassen können. Eine alte Musik, die alles als ein fundamentales Gesetz der Struktur durchdringt. Mit ihr kann man Wunder vollbringen, ohne in die Natur einzugreifen oder unfreundliche Geister um Gefallen zu bitten. Kurz Spucke runterschlucken. Bei meinen Studien habe ich eine 17 Noten umfassende Tonleiter entdeckt, die auf diesem Phänomen basiert. Mit den richtigen Gerätschaften gespielt, besitzen diese Noten erstaunliche Auswirkungen. Eine besonders wichtige ist die, den Sturm zu stillen, der aus dem Nichts entsteht, was wir als das Werk des Outsiders ansehen. Meine Güte. Uiuiui. Aufseherspieluhr. Ach was! Genau, davon habe ich auch gelesen, das haben später wohl auch Gegner, und wenn Gegner das einsetzen, dann kann ich keine Kräfte verwenden. Oh, ein bisschen Erz, warum nicht? Spieluhr, Aufseher Humphrey, ich habe Ihnen eine Ausgabe von Die alte Musik dagelassen, damit Sie sich mit den Prinzipien vertraut machen können, die ich in dieser neuesten Variante von Holgers Gerät oder der Spieluhr, wie sie von den Leuten genannt wird, einsetze. Wie Sie sicherlich wissen, lässt sie Harmonien erklingen, die ketzerische Energien oder Magie durch das Ausbalancieren mathematischer Prinzipien neutralisiert. Oha. Lesen Sie das Buch und machen Sie sich nützlich, indem Sie einige Versuchspersonen auftreiben. Diese Stadt ist voller Korruption und Aberglaube. Sie werden bestimmt nicht lange suchen müssen. Gezeichnet Oberarchitekt Bartolomeo. Schleifstein. Alles klar. Die Wirksamkeit von Holgers Gerät steht außer Zweifel. Genau wie die mathematische Schönheit der Musik. Wir haben es zu oft im Einsatz gegen die verbotenen Riten gesehen, um das zu verleugnen. Aber die Frage, die niemand zu stellen wagt, ist die Beschwörung selbst schwarze Magie. Der Wert der Schachtel ist unermesslich. Aber was ist in ihrem Inneren? Okay, habe ich jetzt irgendwas verpasst oder welche Schachtel ist gemeint? Hier haben wir auf jeden Fall das Ersatzkurbelrad.
Ersatzkurbelrad, Humphrey, können Sie sich bitte darum kümmern, dass dieses Kurbelrad an dem kleineren Vorratslager bei den Laderampen angebracht wird. Die Männer liegen mir schon seit Monaten in den Ohren, als ob es auf der anderen Seite der Tür, die dieses Kurbelrad öffnen soll, etwas Wertvolles zu finden sei. Das klang komisch. Ich glaube, da habe ich einen Fehler drin gehabt. Wenn Sie sich für mich weiterhin um solche Probleme kümmern, eignen Sie sich vielleicht noch als Lehrling. Gezeichnet Oberarchitekt Bartolomeo. So, jetzt haben wir hier das geile Rad. Alter Schwede. Okay. Kupferdraht. Zack, wird auch genommen. Stirbratte. Heilkräuter. Tyrannisches Erz. Und das Mysterium Metaphysicum. Okay, Auszug aus einem verbotenen Werk über übernatürliche Rituale. Es heißt, dass wir nicht unsere Hände besudeln sollen, wenn wir die Kräfte des Nichts bekämpfen. Meine Brüder haben meine Studien als ketzerisch verdammt. Aber der bisherige Lohn war unermesslich groß. Ich habe die gleichen Energien gezähmt, die der Outsider und seine verhassten Nachfolger verwenden, ohne ihre korrumpierten Wirkungen zum Opfer gefallen zu sein. Ich beschreibe dazu in diesem Text eine zweigeteilte Methode. Dereferenzierung, ja, ist richtig. Da die unheilvollen Fähigkeiten des Outsiders Lebewesen als Verbindungspersonen erfordern, können wir eine Verunreinigung vermeiden, indem wir stattdessen andere Lebewesen für unsere Zwecke einsetzen. Eindämmung, indem wir Kanäle und Barrieren nutzen, können wir die Energien des Nichts in ihrem Urzustand fokussieren und sie von den perversen Perspektiven des Outsiders abschirmen. Okay. So, nochmal ganz kurz hier gucken. Hier ist noch was. Noch ein bisschen Wasser. Alter Schwede, hier ist ja ganz anständig was. Eine Granate. Bezüglich der Armbrüste. Campbell. Wir hielten den Fund einiger Armbrüste, mit denen die Attentäter unsere Patrouillen angegriffen haben, für eine großartige Sache. Die gefundenen Modelle aber haben sich inzwischen als mangelhaft herausgestellt. Dauds Männer verfügen über größere Genauigkeit und Reichweite, und ich könnte schwören, dass sie schneller nachladen können. Ich empfehle daher, dass wir uns an Pistolen und Säbel halten und uns daran erinnern, dass darin unsere Stärke liegt. Hochachtungsvoll, Oberarchitekt Bartolomeo. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Hier können wir als Ratte sicher durch. Oh, Bolzen. Alter, wie schlecht die gezielt haben. So. Alter Schwede, hier ist ja auch noch was. Ein Beutel, zwei Springminen, Bolzen, Werkstattschlüssel. Ist geöffnet. Metallschrank, ein Gesundheitselixier. Ja klar, warum denn nicht? Kann man das hier zufällig öffnen? Wahrscheinlich nicht. Ah. Geht mir jetzt zu weit. Ich muss jetzt mal kurz... Scheiße, und da habe ich auch schon wieder den ersten Leck. Ich gucke jetzt nochmal, ob es beim zweiten auch noch so übel wird. Oder am besten unterbreche ich hier mal eben kurz die Aufnahme. Und werde dann mir mal angucken, wie das letztendlich geworden ist. Ne? Bis gleich.